Mystic Quest. Das Rollenspiel meiner Kindheit auf dem guten alten Gameboy. Tapfere Helden, fiese Bestien, magische Kräfte und heilige Schwer... Sag mal, kannst du nicht lesen? Da steht Gameboy Advance Kalender, du Schafsäckel. Gameboy Advance Kalender, pam. Gameboy Advance Kalender, pam. Sword of Mana. Das Remake von Mystic Quest, dem Rollenspiel meiner Kindheit auf dem guten alten Gameboy Advance. Tapfere Helden, fiese Bestien, magische, das hatte ich alles schon, heilige Schwerter, nur eben jetzt nicht mehr in Schwarz-Weiß, sondern in Farbe und Bunt. Genau genommen wurde der Look an die Optik von Secret of Mana angepasst, dem Nachfolger von Mystic Quest. Das Spiel wurde also stilistisch dem Rest der Seiken Tensetsu-Reihe angeglichen. Das hat für mich Vor- und Nachteile. Natürlich ist der Look der 16-Bit-Mana-Reihe zeitlos ansehnlich. Satte Farben und liebevoll designte Charaktere und Gegner zeichnen eine wunderschöne, fantasievolle Welt. Eine Welt, in der Mana-typisch alles recht bunt, knuffig und sympathisch aussieht. Selbst die Feinde. Passend, denn immerhin erlebten wir einst bei Mystic Quest die Geburtsstunde der Pogo-Puschel. Mein ganz persönliches Problem mit dem neuen Look ist, dass ich mir damals unter den Figuren der Gameboy-Version irgendwie was anderes vorgestellt hatte. Wie mag mein grob pixeliger Held wohl aussehen? So vielleicht? Oder so? Eins ist sicher, so jedenfalls nicht. Naja, wenn einem der blond auftopierte Jüngling so gar nicht zusagt, hätte man tatsächlich noch die Möglichkeit, eine weibliche Hauptrolle zu spielen. Denn anders als im Original, wo die Frau nur eine von vielen NPC-Begleitern war, kann man sich hier entscheiden, einfach das komplette Abenteuer in der Rolle des Mädchens zu bestreiten. Mit ihr ändert sich nicht nur das Gameplay leicht, nein, es ändert sich auch über gewisse Strecken die Geschichte, mit ganz eigenen Story-Abschnitten nur für die weibliche Protagonistin. Es ist also schon mal für etwas Wiederspielwert gesorgt. Das generelle Gameplay erinnert ebenfalls eher an Secret of Mana, denn an die Vorlage. Angefangen beim Kampfsystem, über die Ringmenüs, das Magiesystem und natürlich die kreuzdämliche KI der NPC-Gefährten. Der vom Spiel großzügig beworbene Mehrspielermodus gehört allerdings in die Kategorie bodenlose Frechheit. Denn anstatt sich mit dem Link-Kabel mit einer anderen Person zusammenschalten zu können, sodass jeder eine der beiden Figuren steuern kann, verhält sich der Mehrspieler-Part in Anführungszeichen eher so, dass auf Knopfdruck einmal in einem Ingame-Tag die Figur des Mitspielers ins Bild springen kann, eine fette Spezialattacke vom Stapel lässt und dann wieder verschwindet. Es verhält sich also mehr so wie die Aufrufmagie in Final Fantasy und nicht wie in Mehrspielermodus. Man kämpft also trotz verlinktem Mitspieler im Wesentlichen alleine. Gekämpft wird mit mehreren verschiedenen Waffen, man ist also nicht zwingend an sein Schwert gebunden. Das Arsenal vergrößert sich allerdings im Laufe des Spiels nur bedingt, denn anstatt neue Waffen zu sammeln, werden, wie in Secret of Mana, die Waffen und Rüstungen beim Schmied gegen die richtigen Materialien geupgradet. Verbessert. Das kann mitunter in verwirrendes Micromanagement ausarten. Physische Angriffe können, anders als bei Secret of Mana, hintereinander weggespammt werden, da es keine Erholung nach jedem Schlag bedarf. Jeder Hieb füllt eine Art Limitleiste auf, mit der sich, ist sie einmal gefüllt, Spezialattacken vom Zaun brechen lassen für die extra Portion Bums. Nervig ist nur, dass euer Charakter grün blinkt, bis die Attacke ausgeführt ist, weswegen ich mir die nie lange aufspare. Das Magiesystem wurde ebenfalls etwas Secret of Manatisiert. Euch unterstützen nach und nach dieselben 8 Mana-Geister, die man schon vom Super Nintendo kannte. Von Frosta über Laterna bis hin zu Horzinger. Die Anwendung von Magie ist jedoch etwas gewöhnungsbedürftig. Man wählt jeweils einen Mana-Geist aus, der einen dauerhaft begleitet. Ein langer Druck auf die R-Taste löst einen offensiven, ein kurzer Druck einen Defensivzauber aus. Wobei die Reichweite des Zaubers, warum auch immer, der ausgewählten Waffe entspricht. Etwas verwirrend mitunter, was besonders bei Gegnern, die sich nur mit Magie besiegen lassen, etwas zu Problemen führen kann. Da ist es fein, dass man seinen Charakter bei jedem Level-Up individuell pimpen kann. Hat man also auf die fummelige Zauberei keinen Bock, steckt man halt alle erarbeiteten Skillpunkte in Haut-Rauf-Attribute. Hierbei startet der Junge standardmäßig eher als Kämpfer, während das Mädchen ihre Karriere als Zauberin startet. Was sich aber mit der Zeit beliebig umskillen lässt.
Man kann Held oder Heldin also so viel Kraft, Magie oder Ausdauer verpassen, wie man möchte. Wofür man vor allem Ausdauer braucht, ist die schiere Flut an Dialogboxen. Dieses Spiel ist absolut nichts für Lesefaule. Auch wenn es die Geschichte vertieft, das viele Geblubber ist mitunter nervtötend langatmig. Als Beispiel sei hier die Einleitung erwähnt. Vom erstmaligen Drücken des Startbuttons im Titelbildschirm bis zum ersten selbstgesteuerten Schritt im Spiel vergehen satte 13 Minuten. Zäh. Und nein, Zwischensequenzen sind natürlich nicht abbrechbar. Die Geschichte selbst ist jetzt nicht gerade Oscar-verdächtig, aber sie erfüllt ihren Zweck und für eine Adaption eines Gameboy-Spiels geht das schon klar. Ist halt gute alte Japano-RPG-Kost der frühen Jahre. Aber da ich mich früher auch nie über die Geschichte auf dem Gameboy beschwert habe, tue ich das jetzt auch nicht. Genauso wenig wie über die sehr schönen neu arrangierten Melodien des Original-Soundtracks. Diese sorgen für mich wie nichts anderes für Wiedererkennungswert und Nostalgie und machen den Soundtrack auch abseits des Spiels sehr hörenswert. Alles in allem hat das Spiel zwar das ein oder andere Manko, aber es ist für mich eine sehr hübsche Fusion zweier meiner Lieblings-Retro-Spiele. Mystic Quest im Gewand von Secret of Mana. Was will man mehr?